Hallo, guten Tag, sehr erfreut. Willa. Feuerwehr Wille. Ja, genau. Willi, genau. Willa ist mein Name. Freut mich, Sie begrüßen zu dürfen. Danke. Ist mir eine Ehre. Woher kommen Sie? Aus Hannover. Aus Hannover. Niedersachsen. Und ja. Hallo, Willa, sehr erfreut. Aus Niedersachsen. Aus Niedersachsen. Dann sage ich mal kurz Hallo. Grüß meine Frau. Hallo. Ja. Stadtrat in Dresden. Und freiwillige Feuerwehr, meine auch. Wie Sie es gehört. Hervorragend. Das freut mich. Das freut mich. Die Lage ist. Und was machen Sie, wofür ernähren Sie sich? Also ich bin hauptberuflich Informatiker, ich bin nebenberuflich in der Feuerwehr, freiwillig aktiv, okay, und mache Ausbildung und mache YouTube-Arbeit, also Feuerwehrvideo heißt mein Kanal, und ich mache ganz viel Nachwuchsarbeit und bin jetzt zum Beispiel auch jetzt einer der glücklichen 5 in Deutschland, die jetzt beim Bundesinnenministerium geehrt werden für Nachwuchsarbeit. Ah. Das ist jetzt für die helfende Hand, das Projekt. Und deshalb freue ich mich da, ja, das ist eine schöne Anerkennung, aber alles ehrenamtlich für die anderen. Ja. Natürlich auch Minister oder jeder, der fürs Ehrenamt da ist, kriegt natürlich von mir auch natürlich gleich ein kleines Präsent. Ich werde natürlich gleich mal so eine kleine Karte habe ich vorbereitet. Und natürlich mein Patch, mein Markenzeichen. So das tauscht man aus. Normalerweise gibt man ja Feuerwehrwappen weiter. Wenn es gleich die Zeit zulässt, würde ich das gerne dem Ministerpräsidenten dann einmal kurz geben. Natürlich, ne? Aber super sympathisch. Also ich bin hier gerne in Sachsen und freue mich, dass hier irgendwie alle so entspannt sind. Also ist sehr schön. Und alle letztendlich haben beide dasselbe Ziel, nämlich für die andere da zu sein. Gerne später, also die ganze Zeit. Willi, genau. Also meinen Patch tauscht man aus und da habe ich eine kleine Widmung geschrieben. Okay. Dann ganz persönlich Dank für Ihre Unterstützung und fürs Ehrenamt, weil Sie sind ja unser aller Unterstützer. Da bin ich herzlich dank. Und habe ich noch eine persönliche Tasse, aber ich bringe das später. Tasse sogar, ne? Ich bringe das später nochmal als Erinnerung. Ja, also wenn hier jemand top ist. Entschuldigung, das ist das ich. Aus der darf ich auch trinken, ja? Natürlich. Okay. Weiß ich, ob Sie das haben, übrigens später sonst gerne auch nach. Ja, klar. Okay. Ne? Also, vielen Dank für die Bitte, Sie sind auch ganz gerne begleitet. Ja, ja. Machen Sie es gut. Dankeschön. So, wo ist vorne jetzt wäre? So, dann begleiten wir mal. Im Mittelpunkt gerückt werden und auch durch die Personen explizit, zum Beispiel durch den Namen Baulich, der hier auch wieder auf der Briefmarke drauf ist und die ist ab heute erhältlich. AVD. Das sind wir ganz gut aufgestellt. Wenn ich Ihnen was erklären darf, kann. So, ja, ja. Also rechts ist ein bisschen atomare Messung, Einsatzbekleidung, Fachlektüre. Wie lange hält denn so eine Einsatzkleidung? Je nach Waschanzahl, die darf man meistens 20 Mal waschen, dann müssen sie ausgetauscht werden. Sie müssen nach jedem Einsatz praktisch waschen. Ja, und dann mit der Zunsverschleppung, also dass man sie nicht Krebs holt und was weiß ich. Ne? Hier gibt es Übungstechnik und hier ist aus der Einheimische, interessant, aus recycelbaren Feldbetten aus Pappe, gut Deutsch. Die machen sozusagen aus recycelbarem Material, hier ist aus Dresden, vielleicht mal erwähnenswert. Eigentlich seit 2 Wochen, die Idee gibt es aber schon seit 2 Jahren, das ist ein Forschungsprojekt und jetzt haben wir eine Ausgründung aus dem Thema gemacht, ein Startup, damit wir auch in die Wirtschaft oder in die Industrieunternehmen kommen. Startup wird so, ja. Genau, mit starken Industriepartnern, damit wir auch die Mengen einfach finden. Mit Anlauf vielleicht? Genau. Genau, Fahrzeugumbauten sieht man. Auch Hybridfahrzeuge kommen jetzt immer mehr dazu. Okay. Ja, ganz normal Fördertechnik, Kleidung. Hochleistungslöschsysteme. Ja, ist also Kinderhelme. Genau, Kinderhelme. Also wir haben hier einen mobilen Oberkontainer, Feuerwehrleute. Also wirklich unter Realbedingungen, eine Feststoffanlage. Gas gibt es aber auch. Andere Anlagen. Also ich weiß nicht, welche wir Naht haben. Naht habe ich mir den angeguckt. Die Container haben wir auch, 2. Also es ist beides gut. Ja. Es gibt da keinen großen Unterschied, außer in der Endtemperatur. Also Gas erreicht nicht diese Höhe an Temperatur, 800 Grad. Okay. Und wenn Sie Gas abschalten, ist es wieder kalt. Okay. Und das ist schon Unterschied auch für die Leute. Das Nachdöhnen sozusagen. Ja. Auch die Leute müssen einfach mal lernen, ihren eigenen Körper einzuschätzen, wann ist für mich eine persönliche Grenze. Jeder Mensch reagiert anders auf die Hitze. Manche schaffen 10 Minuten, manche 15, manche 5. Das ist nichts Verwerfliches, aber man muss sich selber kennen. Und das kriegt man bei Gas weniger raus als bei Festbrennen. Das kenne ich aus der Politik. Wer die Hitze nicht vertragen kann, hat in der Küche nichts zu suchen. Ich danke Ihnen. Viel Erfolg. Ich danke Ihnen. Danke. Ja. So, einmal dadurch bitte. Nutzbare Transporttragen. Beheizbar sogar. Beheizbar, ja. Achso, genau, hier zu linken, genau, das ist immer wie die BBK.
Okay. Gut. Für eben halt für die Kommunen, die eben halt auf Gewalt haben und der eben halt der Innenminister der Länder entscheidet dann hinterher, wo sie hinkommen. Wir verteilen die ganze. Ich weiß also nicht, erstmal ist Niedersachsen dran. Und sehr gut. Also eben, ja. Schalter sind auch nicht genormt. Musst du nicht machen. Wir freuen uns auch, dass wir die Möglichkeit haben, um mal hier unsere neue Beschaffung auch vorzustellen. Wir sehen hier eine Datenbank für und heute um 16 Uhr sehen wir uns nochmal hier bei uns am Stand zu einer zweiten Einsatzübung, wo wir ihn im Einsatz, wir haben eine hier gibt es gerade so ein System, was vom Land Sachsen programmiert, erstellt wurde. Und zwar ist das dieses Tablet, die man sich vorstellen kann als Gruppenführer im Fahrzeug, auf der Beifahrerseite, wenn man einsteigt, Fahrzeug, dass man die Lage gleich, da gibt es auch andere Hersteller, die sowas anbieten, aber das ist gerade vom Land Sachsen, dass sie halt so eine Software entwickelt haben, um Einsätze besser abarbeiten zu können. Das sieht man hier und man kriegt ja gerade eine Info drüber. Was man jetzt hier natürlich machen muss, man hat einmal ganz vorne das BBK, das ist eigentlich die Bundesebene, kann man sagen, dann haben wir hier das Land und ihr seid ja klassischerweise in der Kommune. Das heißt, es kann sein, dass ihr ein Gerätehaus habt in der Kommune, wo ein Fahrzeug untergebracht ist vom Land und vom Bund. Das heißt, es sind drei Eigentümer eigentlich in einem Gerätehaus, wenn wir hier stehen. Klar kann man die Fahrzeuge mitnutzen, nur dass man weiß, die Eigentumsverhältnisse sind manchmal unterschiedlich. Extrem Großwagen gibt es halt Bund, die sich dafür stark machen, Fahrzeuge bereitstellen, Land. Hier sieht man nur einen Erwin Rüstwagen und einen TLF. Und also schon eine Bombenausrüstung. Ne? Aber man sieht natürlich schon, dass das keine Standardfahrzeuge sind, sondern Fahrzeuge mit entweder ordentlich Wasser, ordentlich Schläuchen, ordentlich Technik drauf, ordentlich Wasser fördern. Das muss man halt so ein bisschen vor Augen haben. Ne? Und dann haben wir gleich die Feuerwehr Dresden, wo es gleich hingeht, wo wir jetzt sehen, das ist halt die Kommune letztendlich, die den Brandschutz betreibt. Ne? Oder Gefahrenabwehr. So haben wir sozusagen alle drei Ebenen hier zusammen. Finde ich ganz spannend.
Klappe zur 10. Oktober 2019, Vorsitzender Landesfeuerwehrverband Andreas Rümpel, Landesjugendfeuerwehr Peter Hartmann. Recht schönen Dank und gleich findest du eine. Jawohl. Das ist unser Highlight, das wurde seit vergangenen Jahr hier sehr gut angenommen. Da gibt es nicht sehr viel, nur 500 Stück. Okay. Das ist ein Unikat. Wenn wir so viel von 500, würde ich Ihnen ganz gern überreichen als Andenken hier für Ihre Messerundgang hier. Das ist auf unserem Stand geworden. Ja. Wo ist das hergestellt worden? Das ist das original Erzgebirge. Erzgebirge, sehr gut. Wenn auch meine Worte da von der Handwerkskammer jemand sagen muss. Hier, du musst hier gucken. Jetzt bei der Kamera.